Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen GTA Online Let's Play. Oder? Ja, dann kommt jetzt mit, Mann. Zeig ich bitte. Ja, scheiß drauf, komm mal. Komm einfach mit. Ja. Weil die kommen irgendwie gerade nicht durch die Tür durch. What the fuck? Was hat. Oh! Alter! Alter, echt jetzt! Alter, na. Ja, jetzt mach mal keinen Scheiß, Mann, jetzt kommt einfach. Lol, da ist ein Stretch-Limo hier draußen. Ey, nein, die habe ich da hingestellt. Hey, what's up? How can I help? Hä? Aber mit der unten bei mir im Boden. Okay, I'll deal with it. Hey, guck mal, rollt der bei dir auch auf dem Boden in der Bank rein? Ja, hier der Assassin-Dingens. Der rollt gerade bei mir hier hoch. Hey, guck mal, der rollt bei mir die Treppen hoch. Jetzt geht der. Hey, wo ist denn der? Hey, wo seid ihr? Oben. Ey, der ist gerade bei mir aus der Bank rausgerollt. Ja, warte, dann zeige ich. Was ist das hier? Okay, ich zeige, was wir machen. Ihr müsst jetzt hier vor der Tür stehen. Dann müsst ihr auf Start drücken und dann im Xbox Game Store gehen. Und so, und hört ihr zu? Ja, ihr müsst halt im Xbox Game Store gehen, also sobald ich jetzt da weg bin. Und dann, sobald ihr da drin seid, drückt ihr direkt B. Und dann seid ihr direkt da drin. Also, sobald ihr Xbox Game Store geöffnet habt, drückt ihr B. Mal gucken, ob ich bei euch in der Lobby wieder bin. Also, ihr müsst warten, bis ich wieder da bin, ne? Habt ihr das jetzt schon gemacht? Okay, guck, ich bin drin. Jetzt müsst ihr das auch machen. Lol. Genau davor stehen. Stell euch einer davor, genau davor. Und jetzt geh im Xbox Games. Ja, genau. Jetzt geh im Xbox Game Store. Und sobald du da angekommen bist, drückst du B. Nein, du nicht, noch nicht. Dingens. Oh, auf der. Start. Xbox Game Store. Assassin, du noch nicht, du noch nicht. Bist du GameStore? Jetzt drück B direkt. Bist du? Ey, bist du überhaupt bei uns in der Lobby drin? Nee. Ah, irgendwie gerade nicht. Jetzt versuch du das mal. Ja, da jetzt geh in Xbox Game Store und dann ja. Geh direkt wieder raus, sobald du da drin bist. Ja, ich bin herinnern. Oh, ihr habt alle irgendwie mein Lobby verlassen. Alter. Ja, und der. Ey, jetzt versuch mal gegen die Tür da zu treten, dann geht die ein bisschen auf, also gegen den Tresor. Nicht Tresor, den. An der Seite da. Aber wenn wir Haftbomben, hätten, dann könnten wir da genau daneben legen und dann wird die so aufgehen.
Lade mich mal jemand bei euch ein. Welche Sitzung? Sascha, ladst du uns beide ein. Dann wird wahrscheinlich am besten. Ja. Aber bevor du bei Sascha reingehst, würde ich geh mal auf Start. Also bevor du bei Sascha beitrittst, ne? Dann musst du auf Online und dann auf Option und dann ja. Hey Sascha, nimm's bei dir auch da auf. Durch? Ja, da wird das Geld nach dem Update drin liegen. Aber die müssen auf jeden Fall Haftbomben mitbringen. Ja, das geht aber nicht immer. Oh, Scheiße. Aber wenn die das machen wollen, dann müsst ihr, also nach dem Update, wenn er wird, die auf jeden Fall so. Ja, und nach dem Update müssen die, was, das kann ich hier zeigen, da müssen die mindestens 4 Haftbomben haben oder 5, am besten 5. Und dann, wo wir gerade durch die Tür gegangen sind, da war doch so ein kleiner Tastending da. Da müssen die halt 2 Haftbomben gegen tun und dann losdrücken. Dann können die da durch, dann wird die Tür auf. Dann irgendwie nach unten. Warte. Und dann natürlich neben den Tresor eine Haftbombe legen, dann geht er nämlich schneller, weil sobald du 2 Haftbomben dahin legst, kriegst du glaube ich 5 oder 4 Sterne. Dann 250.000 oder so. Auf jeden Fall über 200. Ja, ich bin in dir. Ich kann dich nicht schlagen. Warte, ich bin gleich da. Doch jetzt. Okay, wir hören auf, du bist nämlich sofort tot. Wie hast du die Tür aufgekriegt? Von der Seite oder so? Wer hat denn die Tür von euch beiden aufgekriegt? Hier Dingens, oder? Nein. Oh, ich wollte dich gar nicht schlagen, weil ich hab dich gar nicht getroffen. Hey, wo bist du denn jetzt durchgegangen? Bei dir ist der Tresor aufgegangen. Hätte es hier auf. Mach den mal von innen auf. Geh mal da durch. Ja, jetzt. Fuck. Guck, und dann siehst du ja hier. Da wird Geld drin liegen. Da halt hier in den. Ja, genau da. Und dann hier durch die Tür und dann wird hier nochmal ein Koffer liegen. Geld drin. Und ich weiß nicht, ob hier in den Tresoren, also hier, wo hier sind, auch welche, was Geld drin liegt. Aber auf jeden Fall den Koffern hier mit. Und dadurch die Tür, wo wir gerade waren, also nicht hier, sondern da wird die Polizei wohl durchkommen. Ja, genau da. Da weiß ich nicht. Mach am besten. Überweis das Geld einfach und dann mach Selbstmord. Ich hab 2 Sterne.
gebt einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Schreibt in den Kommentaren, was ihr als nächstes machen wollt. Dann Daumen hoch und lasst eine Bewertung. Oh, ciao, danke fürs Zuschauen. Ja, okay.